Hallo und herzlich willkommen zum Kinojahresrückblick bei Tagesschau 24. Das Kinojahr 2021 war eigentlich nur ein halbes. Erst im Sommer starteten die Kinos flächendeckend, aber bis heute trotzdem nur mit Auflagen. Das Resultat: nicht mal 40 Millionen Tickets wurden verkauft. Zum Vergleich: 2019 waren es noch rund 100 Millionen. Immerhin ist die Lage schon besser als 2020. Und das Prinzip Hoffnung treibt viele Filmproduktionen, Verleiherinnen und Kinobetreiber. Seit Ende des Lockdowns drängen in mancher Woche bis zu 2 Dutzend neue Filme auf die Leinwand. Das Angebot ist also enorm, zumindest theoretisch, denn kein Kino kann all diese Produktionen auch zeigen und kein Zuschauer hat Zeit, sie alle zu gucken. Ein paar Filme sollte man aber auch in diesem Jahr auf keinen Fall versäumt haben. Wie immer zum Jahresende wurden in Berlin die europäischen Filmpreise verliehen. Auch diesmal musste pandemiebedingt auf eine große, glamouröse Gala verzichtet werden. Stattdessen gab es nur einen Livestream aus einer Fabrikhalle in Berlin und per Video zugeschaltete Preisträger. Der beste europäische Film des Jahres heißt Quo Vadis Aida. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Das Drama erzählt vom Völkermord an bosnischen Muslimen in Srebrenica 1995 aus dem Blickwinkel einer einheimischen Frau, deren Mann und Sohn in einer UN-Basis selbst in höchster Gefahr sind. Das Gebäude ist überfüllt. Es darf niemand mehr reingelassen werden. Als Übersetzerin für die UN-Truppen hat sie vielleicht die Chance, ihre Familie zu retten, muss aber gleichzeitig das Versagen der internationalen Helfer und die Verzweiflung der tausenden Betroffenen mit ansehen. Die führen Leute hinter das Gebäude und erschießen sie dann da. Eine emotionale Tour de France für Hauptdarstellerin Jasna Duricic. Der beste männliche Hauptdarsteller des Jahres heißt Sir Anthony Hopkins. Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. In The Father spielt er einen Senioren, der sich im Visier einer perfiden Verschwörung seiner Tochter sieht. Helfen, wobei ist es alles bestens, Anne. In Wirklichkeit jedoch ist Anthony, wie auch die Filmfigur heißt, dement und verliert zunehmend den Zugang zur Realität. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Konsequent bleibt der Film an der Seite des Erkrankten und macht so das emotionale Leiden in all seiner emotionalen Härte spürbar. Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Oh. Im April war Hopkins für seine Leistung bereits mit dem Oscar ausgezeichnet worden und zeigt derzeit auch mit über 80 Jahren kein Anzeichen der Ermüdung. Ein halbes Dutzend weiterer Projekte hat er seit The Father bereits abgedreht oder ist dabei. Wer genau bin ich eigentlich? Was sollen wir machen, Hans? Alles. Alles, was wir wollen. Nominiert war in diesem Jahr auch Franz Rogowski im Drama Große Freiheit. Du gehörst nicht hierher. Und du? Der Film beleuchtet die kontinuierliche juristische Verfolgung homosexueller Männer erst unter den Nazis und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in der Bundesrepublik. Regisseur Sebastian Meise konnte schon eine Auszeichnung beim Filmfestival in Cannes einsammeln. Bei den europäischen Filmpreisen gab es außerdem Preise für den Soundtrack und die Kameraarbeit. Und du? Wenn im kommenden Februar die Oscars verliehen werden, soll Große Freiheit für Österreich an den Start gehen. Die Deutsche Filmakademie schickt dagegen Maria Schraders Science-Fiction-Beziehungskomödie Ich bin dein Mensch ins Rennen. Ich bin Tom. Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Muss zugeben, sie haben wirklich Geschmack. Der Film mit Maren Eggert und Sandra Hüller um einen synthetischen Liebhaber war schon ein Highlight der Berlinale und mit 4 Preisen der große Sieger beim Deutschen Filmpreis. Guten Morgen, Hanna. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Da steht ein Mit nur etwas mehr als 100.000 Zuschauern war die Publikumsresonanz aber überschaubar. Er kann doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid, war einfach so nahe. Erfolgreichster deutscher Film, zumindest bei den erwachsenen Zuschauern, war die bayerische Krimikomödie Kaiserschmarrn-Drama. Gut, schaust aus. Also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Milzquetschung. Ich so früh? Ja, Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Hm. Der 7. der sogenannten Eberhofer-Krimis mit Christian Betzel als Dorfscheriff landete auf Platz 6 in den Jahrescharts, höher als jeder andere Film der Serie bisher. Und 3 weitere Romane von Rita Falk warten bereits auf die Verfilmung bzw. befinden sich in den Startlöchern.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Auf meiner eher weniger. Der mit Abstand erfolgreichste und älteste Serientäter im Kino ist jedoch dieser leicht angegraute britische Regierungsangestellte. Warum bloß? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Fast 60 Jahre hat die Filmreihe um James Bond bereits auf dem Buckel und trotzdem gab es in diesem Jahr kein Vorbeikommen an 007 in den Kinocharts. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Vor allem machten die Kinos schneller auf und zu, als dem Studio geheuer war. Wo ist 007? Der wurde pandemiebedingt auf Eis gelegt. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Mit fast 2 Jahren Verspätung startete schließlich das 25. 007-Abenteuer. Keine Zeit zu sterben. Und auch wenn der Titel sich als Mogelpackung entpuppte, ließ James Bond alle potenziellen Rivalen weit hinter sich. Mit fast 6 Millionen Zuschauern erreichte er sogar annähernd Vor-Pandemie-Werte und bescherte Daniel Craig doch noch einen würdigen Abgang auf der Kinoleinwand. Die Vergangenheit ist nicht tot. Mit Keine Zeit zu sterben endete auch die 007-Ära von Bond-Darsteller Daniel Craig. Für andere dagegen begann ein ganz neues Kapitel mit diesem Film. Denn nach dem langen Corona-Lockdown wurde auch die größte Leinwand der Welt mit dem Bond-Film eingeweiht. Im IMAX-Kino in Leonberg. Geplant, gebaut und betrieben von der Kinofamilie Lochmann, Vater Heinz und Sohn Marius. Traumpaläste heißen ihre Kinos und so sehen die Säle auch aus. Magische Räume, perfekt für die Fantasiewelten, die auf der Leinwand zum Leben erweckt werden. Einige wurden vor dem drohenden Untergang gerettet und aufwendig saniert, andere komplett neu gebaut. Dabei wird dann nicht nur auf Glamour und Komfort gesetzt, sondern auch auf modernste Technik. Aber reicht das, um dem Kino auch heutzutage eine Zukunft zu sichern? Ja, und da ist ja jetzt bei uns der Verantwortliche für die Lochmann Filmtheaterbetriebe in ganz Deutschland, Marius Lochmann. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. Dankeschön, hallo. Das Kino hat weltweit, wie wir wissen, auch in Deutschland und auch in den Traumpalästen in den letzten 2 Jahren ja schwere Zeiten hinter sich. Erst der lange Lockdown, im Sommer wurden die Maßnahmen dann zeitweise gelockert. Jetzt steigen die Infektionszahlen teilweise wieder oder gehen auch wieder zurück. Eine sehr unruhige Zeit, kann man sagen. Als Zuschauer ist es ja auch nicht ganz so einfach, wenn man in halbleeren Sälen sitzt. Ist nicht ganz das klassische Kinoerlebnis. Wie ist denn die Resonanz da? Ja, grundsätzlich nach dem ersten Lockdown war es natürlich so und war für uns natürlich auch besonders als Familienunternehmen. Also wir haben Rekorde gebrochen. Ja, also in der gesamten Firmengruppe haben wir die besten Zahlen, die wir jeweils hatten von Beginn an und war natürlich besonders und es zeigt uns auch, hey, die Kunden und die Leute wollen einfach bei denen ins Kino und die sind wirklich heiß drauf. Die Gastronomien um uns herum haben auch Rekorde gebrochen. Also war wirklich auch besonders und schön und es zeigt uns einfach, dass Kino in der Zukunft einfach nicht wegzudenken ist. Auch natürlich für uns. Wir haben riesige Investitionen getätigt in Leonberg. Und grundsätzlich natürlich, jetzt müssen wir, glaube ich, noch einmal durch und dann haben wir es hoffentlich auch. Sie haben es gerade angesprochen, Leonberg, ein IMAX-Kino, ein kompletter Neubau mit, wie ich gelesen habe, der größten Leinwand der Welt und die jetzt quasi so ein bisschen in die Krise hinein eröffnet. Ist das Zufall oder ist das ein bewusstes Statement? Nee, sowohl als auch, kann man jetzt sagen. Nee, aber ist natürlich Zufall. Wir haben den Rohbau fertiggestellt, da waren wir mitten im ersten Lockdown. War natürlich auch nicht ganz einfach, weil man wusste nicht, wie es weitergeht. Netflix, die Filme wurden online released. War natürlich alles, wie gesagt, nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz war dann beim Film James Bond, war die Hölle los. Und es war wirklich brutal und hat auch riesigen Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf Spider-Man, wo der Vorverkauf auch schon wirklich hervorragend läuft. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn man kein Geld verdient und dann über 19 Millionen Euro in die Hand nimmt für so einen Riesenbau, für die größte Leinwand der Welt. Und dementsprechend hoffen wir, dass es dann danach auf mittelfristige Zeit dann auch ein Statement ist. Wegen des Booms der Streamingdienste machen sich ja einige Leute generell Sorgen eigentlich ums Kino, gerade als sie jetzt so lange schließen mussten. Schließen Sie sich dem an? Haben Sie entsprechende Sorgen? Also sie wirken nicht ganz so, muss ich sagen. Ja, nee, wir schauen da optimistisch in die Zukunft, weil unser Motto ist auch, ich glaube, wir müssen es einfach richtig und ordentlich machen und dann kommen die Kunden und die Leute weiterhin, weil es einfach was Besonderes ist. Sowas habe ich zu Hause nicht, gerade wie hier in Leonberg mit der größten Leinwand der Welt, die ist über 1000 Quadratmeter groß.
Dementsprechend, ja, man muss es einfach ordentlich ausgestalten, man muss einen schönen Abend haben, das Personal muss freundlich sein, es muss sauber sein, zuvorkommend, und dann bleibt es auch weiterhin das Besondere, und sowas kann ich einfach nirgendwo anders erleben. Und wie gesagt, das hat uns ja wirklich diese Zeit zwischen dem Lockdown oder nach dem letzten Lockdown auch wirklich gezeigt, wie die Leute wirklich drauf heiß sind. Und ich glaube auch, es ist momentan einfach eine Phase, weil grundsätzlich können die Verleiher, glaube ich, nicht aufs Kino verzichten, weil ja, es kommt einfach für die mehr Geld rein, und grundsätzlich geht es dann natürlich für die auch ums Geld, wie bei allen, weil von Luft und Liebe wird es ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, diesen Wirtschaftsunternehmen, die wollen weiterhin Filme produzieren, und um das machen zu können, benötigt man natürlich Geld. Und wenn im Kino natürlich momentan aufgrund eines Lockdowns kein Geld verdient werden kann, dann ist natürlich, ja, macht es für die natürlich Sinn, dann einen Film zu verkaufen an Streaming-Dienstleister und. Aber wir haben auch gemerkt jetzt nach dem letzten Lockdown, dass viele wieder zurückrudern, die Fenster auf einmal wieder verlängern. Ja, was natürlich ein positives Zeichen ist, und wo wir auch alle zuversichtlich sind, dass das auch, wie gesagt, lange so weitergehen wird. Also wie gesagt, wir hatten vor ein, zwei Monaten die stärksten Zahlen, die wir jemals hatten. Und wir hatten schon viele Filme in Form von Avatar, von Es, von keine Ahnung was. Ja, da kann mein Vater mit Sicherheit ein Lied davon singen. Aber ich habe auch schon viel erlebt mit Harry Potter. Aber wie gesagt, jetzt James Bond war phänomenal für uns und auch sehr schön. Bin sehr gespannt auf die Zukunft, die Sie fürs Kino gestalten wollen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Das war der Kino-Jahresrückblick bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.